Moin Leute, am heutigen Tag bauen wir einen neuen Freizeitpark und zwar bei einer weiteren Folge von Park Beyond. Es gibt nämlich den Patch 2.0 inklusive dem neuen DLC und zwar Beyond Extreme. Kurz zur Info, das heutige Video wird gesponsert von Bandai Namco. Grüße gehen raus und ich würde sagen, wir starten eine kleine Sandbox-Runde. Es gibt übrigens auch noch einen weiteren Modi und zwar die Kampagne. Da gibt es auch neue Missionen im DLC. Und stimmt, es gibt jetzt auch Community-Inhalte, zum Beispiel so geile Achterbahnen, da kann man selber ein bisschen was bauen und mit Leuten teilen. So, wir wollen aber rein in die Sandbox und guck mal hier, es gibt die Hauptkarten, aber dann gibt es hier auch noch so zusätzliche Dinger und ich habe Bock auf das Festival der Furchtlosen. Dieses reizende Grünland befindet sich tatsächlich auf dem Gipfel eines Vulkans. Ja, das finde ich wirklich cool, oder? Dann gehe ich direkt rein. Ja, wunderbar. Das ist ja richtig schick hier. Ich habe eine Frage. Kann der Vulkan auch irgendwann ausbrechen? Hey, Alter, das ist geil. Oh, warte mir. Ach, jetzt hat mir gerade jemand... Warte. So, ich würde sagen, wir starten hier erstmal ein bisschen den Weg länger machen. Ja, hier. Das finde ich eigentlich immer für den Anfang derbe nice. Einfach erstmal eine gerade Strecke machen. So, für alle Leute, die das Spiel nicht kennen, wie ich bereits erwähnt habe, wir bauen einen Freizeitpark mit allem drum und dran, Leute. Inklusive kandierten Äpfeln. Ja, die kommen direkt am Anfang. Wenn die Leute Bock haben auf so einen saftigen Apfel, dann sind wir bereit. Man schaltet sich natürlich nach und nach immer mehr Achterbahnen und Shops frei. Denn aktuell sind wir noch Parkstufe 1. Und dann können wir hier immer weiter alles durchgehen. Man kann auch, das ist bei Park Beyond am Start, Sachen Impossificaten, Alter. Und dann werden die Sachen komplett krass. Aber ich mache jetzt hier erstmal krasse Krake, Pirat, ja auch Piratenschiff, der Klassiker, Leute. So, da müssen wir mal schauen. Den würde ich versuchen, hier hinzusetzen. Weil wir müssen ja auch noch Ein- und Ausgänge. Warte, hier, das ist der Eingang. Ja, sehr gut, warte. So, einmal hier rum. Zack. Und ran das Ding. Sehr gut. Dann Ausgang, den können wir nämlich hier vorne einfach hinklatschen. Ja, ja, genau, das ist gut. Das gefällt mir ausgezeichnet. Guck mal, da haben wir unsere erste Attraktion. Mach direkt auf den Laden. So, setzen wir noch einen kleinen schönen Baum hier hin. Zack. Falls ihr selber Bock habt auf eine Runde Park Beyond, alles Wichtige ist in der Videobeschreibung verlinkt. Hier auch nochmal alle wichtigen Daten. Oh, guck mal, da stürmen sie rein. Aktuell 15 Leute sind am Start. So, oh, bei der Nase juckt. Bauen wir gleich eine Achterbahn, bauen wir auch. So, warte mal, hier, genau. Und dann, das wird jetzt aber ein bisschen haarig, oder? Weil ich will halt den Platz natürlich optimal nutzen. Warte, hinter den kandierten Äpfeln. Zack. Oh ja, das ist gut. Dann Eingang kommt hier so hin, weil damit wir eine lange Schlange machen können. Und dann schallern wir den Ausgang hier vorne hin. Ticketpreis 5er. Ja, sehr nice. So, wir haben auch schon 100. Alter, hier ist direkt eine ganz saftige Schlange. Jo, dann mache ich hier das strahlende Pendel. Oh ja, guck mal. Weil das Ding ist, wir haben diesen weißen Bereich. Das ist das, was wir aktuell zur Verfügung haben. Und dann müssen wir wirklich mit dem Platz haushalten. Spaßwertung 3. Durchschnittlicher Spaß der letzten Tage. Ja, ausgezeichnet. Wir machen aktuell auch Plus. So, wir brauchen natürlich Mitarbeiter. Reinigungskräfte. Ganz wichtig, Leute. Machen wir direkt 2. Wartungspersonal auch 2. Rettungskräfte und Animateure. Stimmt, es gibt auch neue Animateure. Oh, Alter, hier kommen jetzt aber so langsam echt viele Leute rein. Oh ja, oh, Alter. Das gefällt mir. Wir müssen unsere Parkattraktivität auf 75 steigern. Dann bekommen wir eine neue Parkstufe. Wir können mal gucken, ob wir hier Standardachterbahn, Fertigbauten. Da würde ich, glaube ich, in eine Fertigbaute reingehen. Weil ich neige dazu, manchmal ein bisschen zu krass zu werden. So, wer hat jetzt hier am meisten... Oh, guck mal, das mögen eigentlich viele. Ist dann nicht so rentabel. Aber das hat Spaß und ist rentabel. Das ist doch gut. Oh, Alter, das sieht aber auch... Das ist ein langes Ding. Ja, warte mal. Sind das alle... Oh, okay. Naja, das Problem ist... Oh, die ist gut. Weil die ist nicht so lang. Oh, die gefällt mir aber auch gut. Oh, neue Parkstufe. Erwartete Attraktion 3 geht zu Sophias Labor. Genau. Jetzt können wir hier was freischalten. Ja, ich finde die hier ganz geil. Auch Roboschlacht. Aus dem einfachen Grund, weil die nicht so viel Platz wegnehmen. Wisst ihr? Das ist dann gut für die allgemeine Attraktivität. Dinge, die Erwachsene lieben, kann man auch nochmal nehmen. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei der Allgemeinen. Weißt du, du mach erstmal die Basics. Dann kurz mal ran an den Feind. Robo-Schlacht. Zack. Eingang. Ja, vielleicht mit ein bisschen. Ja, eigentlich sollte ich das viel öfter so machen. Das ist an sich viel smarter. Und dann am Ende nochmal geradeaus gehen. Genau. Weil dann können wir trotzdem hier noch die Shops platzieren. Weil wir haben jetzt hier nochmal Tacos. Genau, dann passen hier noch easy die Tacos hin. Und
Lecker Eis. Oh, Eis passt. Ja, okay, aber Eis machen wir dann hier auf der anderen Seite. Das ist nice. Ah, guck mal. Die haben ja alle, wir haben ja noch viel mehr Kram. Paletto oder Treu. Ich habe hier nur die Foodshops. Lass mal dann ein bisschen Softdrinks, weil die Leute brauchen ja auch was zu trinken. Dann ein bisschen Bubble Tea. Ganz klar. Toiletten. Wir haben zu wenig Toiletten. Das ist ein bescheidener Anfang, aber oh, was denn? Immerhin bewegen sich unsere Besucherzahlen in die richtige Richtung. In die andere Richtung wäre allerdings auch nicht mehr viel Spielraum. Warum? Mach mich doch nicht so fertig. Ganz ehrlich. Ich finde, wir machen das sehr gut. Gerade wo Sachen verkauft werden, müssen wir, glaube ich, viele Mülleimer und so weiter platzieren. Auch viele Möglichkeiten, dass die Leute sich mal hinsetzen können. Mal ein bisschen entspannen. So aktuell machen wir ein bisschen Minus durch die Foodshops. Ich dachte, die laufen noch gut. Gewinnverlust. Ja, ja, die müssen sich erstmal einpendeln. So, und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, wir sehen da, begeistert, jetzt können wir eine von den Sachen impossificaten. Ja, guck mal hier, lass mal das gleißende Pendel, das schallern wir jetzt hoch. Zack, bam, und jetzt wird es deutlich extremer. Ja, das hat jetzt auch gut Punkte gekostet, ist aber kein Problem. So, ich habe nämlich jetzt mal angefangen, einen Park-Eintrittspreis zu verlangen. Dadurch können wir zumindest mal unsere Ausgaben ein wenig im Zaume halten. Also wir machen jetzt keine Verluste mehr. Das ist ganz geil. Weil wir wollen ja nicht pleite gehen. Wir müssen jetzt mal gucken. Die war zu groß. Oh, hier, das ist natürlich extrem viel Platz, was drauf geht, ne? Also ich könnte es natürlich hier hinten hinsetzen. Doch, ich glaube, das kostet gar nicht so viel. Das Ding ist natürlich, das muss dann auch ordentlich Kohle schon einspielen. Schauen wir mal. Wenn es sich nicht lohnt, preisen wir das Ding wieder ab. Vor allen Dingen eine potenziell lange Schlange. Weil ich hoffe einfach, dass viele Leute kommen und sagen, boah, ist so geil hier. Na, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weniger Kohle verlangen, oder? Weil es werden schon weniger Leute. Ich mach mal runter auf 4. Ah, da kommen die Leute. Die haben Bock. Doppel-Solo. Nee, warte, ich möchte das gern Achterbahn in den Namen umbenennen. Ja, das ist die wilde Maus. So hieß sie bei uns auf dem Hamburger Dom immer. Oh, wir haben auch schon wieder 8 Points hier. Oh, die Achterbahn. Oh ja, zack, Alter. Das ist doch geil, wenn wir die auch direkt impossificaten, haben die Leute Bock drauf. Ich habe noch mal ein paar Leute eingestellt, weil teilweise sind die schon echt kaputt. Wir brauchen doch auch was für unsere Mitarbeiter. Hier, für den Personalraum. Das ist schon wichtig. Deswegen waren die auch alle total platt. Oh ja, hier bildet sich schon eine Schlange. Oh ja, guck. Oh, neue Parkstufe. So muss das sein. Hier, lass mal das freischalten. Das ist vom DLC, der jetzt neu am Start ist. Thema Beyond Extreme. Jet Roller, Beyond Extreme Kreaturenpaket, Kostüme. Ja, ja, mach mal rein. Freischalten. Ah, jetzt gibt es die auch in dem anderen Design. Den Eisshop zum Beispiel. Ja, hier hinten kommt noch eine. Was ist. Jo, was ist das denn? Das ist eine Luxustoilette. Da würde ich gerne mal auf Toilette gehen. Was kostet das Pinkeln? Ist das kostenlos? Scheinbar. Ja, da müssen wir noch mal gucken. Weil die Toilette ist ein bisschen größer, als ich angenommen habe. So, jetzt die neuen Quad-Boliden. Oh ja, warte mal. Da müssen wir mal gucken, wo hauen wir die hin? Ja, es tut mir leid. No front an die Luxustoiletten, aber ihr seid mir dann doch ein bisschen zu heftig. Hier braucht doch niemand eine Luxustoilette. Aber das Ding ist, wo soll ich die sonst hinstellen? Die ist halt zu gigantisch. Warte mal, ich stelle die Luxustoiletten, die stelle ich kurz auf die andere Seite. Passt ihr hier hin? Ja. Dann kann ich nämlich hier diese Quad-Boliden hinmachen. Genau, Quad-Boliden. Ja, die passen ja auch perfekt in die Ecke. Mit ein bisschen Glück. Na, ich muss es eigentlich... So muss ich es hier hinstellen. Weil ich muss ja Ein- und Ausgang noch passend hinmachen. Genau, da kommt hier im besten Falle der Eingang. Zack. Und dann gehen wir hier um die Ecke. Ja, wunderbar. Zack, hier dran. Ausgang. Flutsch da dran. Perfekt. So, direkt geöffnet. Und was macht man dann hier? Ich denke mal, das Ding werde ich gleich impossificaten. Das Ding wurde schon länger nicht mehr gewartet. Ja, aber das habe ich nicht genügend Leute oder was? Ja, dann brauche ich nochmal ein paar Leute hier. Wartungspersonal. Kommt nochmal neue Leute rein. Das ist ja in Ordnung. Wir machen auch aktuell schon wieder gut Plus. Oh ja. Jetzt zeigt mir mal, was ihr hier am Start habt. Man fährt hier, man wird wahrscheinlich hier die ganze Zeit im Kreis weggeballert, oder? Boah, wir haben auch schon 637. Alles klar. Und die Leute werden auch noch hier schön voll gesmoked. Weil das würde ich jetzt noch mal krasser haben. Komm, impossificaten. Und oh, Junge, deine Besucher verputzen all den Irrsinn, den du ihnen servierst. Ich bin fast versucht, mir auch eine Portion zu holen. Ja, gönn dir. Finde ich, ist eine gute Sache. Springt mal alle rein. Jetzt fahr hier einfach runter. Ja.
Ja, und wer bist du? Nee, du sollst die Besucher nicht zerhäckseln. Ja, geiles Ding. Oh ja, da haben die Leute auch Bock drauf. Kann man vielleicht noch mal ein bisschen machen auf 57. Wir haben jetzt auch... Oh, neue Parkstufe. Ja, wunderbar. Sophias Labor. Zombies, Pac-Man, Da Vinci. Wir brauchen so die kleinen Dinge noch. Weil wir sind, also um das nochmal, wir sind auf einem Vulkan. Ein aktiver. Pizzashop, Hot Dogs. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch nochmal gut. Dinge, die Teenager lieben. Das liebt doch jeder, Pizza. Oh, das sind Sachen, die besonders rentabel sind. Ja, dann machen wir doch mal. Rein damit. Das Riesen... Oh... Okay, das Riesenrad ist größer, als ich dachte. Der Jetroller, der geht. Schaffe ich es vielleicht den... Ja, aber ich könnte doch bestimmt auch noch extra Platz kaufen, oder nicht? So, warte mal, ich setze das mal hier an. So, dann können wir hier unten vielleicht noch was hinbauen. Einmal Eingang. Ja, das ist ein bisschen zu kurz. Warte mal, nee, dann mache ich das anders. Ich lösche das hier und den Weg mache ich dann hier... Ganz entspannt hinter der Toilette. Perfekt. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich baue noch mal was, weil dann können wir hier vielleicht Sachen miteinander verbinden. Himalaya-Abend. Oh ja, das Himalaya. Können wir das gerade hier oben, genau. Ja, das wird eng. Infoansicht. Grundstückserweiterung, genau. Das ist das, was wir brauchen. In welche Richtung wollen wir? 1500? Welche Richtung wäre gut? Eigentlich hier unten. Aber oben wäre auch nice. Schwierig. Ich hätte eigentlich ganz gern hier... Achso, dafür bin ich... Ah, dann lass uns mal warten, dass wir vielleicht Kohle machen. Dann wäre das ganz geil, wenn wir das hier oben noch erweitern. Der passt hier hin. Der Jetroller. Zack, Alter. Das schaffen wir irgendwie. Man muss manchmal auch einfach nur... So. Und ran hier. Und den Ausgang. Ah, der Ausgang wurde sogar direkt da vorne rangeklatscht. Das ist ja geil. Das ist so ein bisschen wie der Scream. Halt so ein Hightower. Der Jetroller ist auch von dem Beyond Extreme DLC. Ja, step mal rein bitte. Und dann zeig mir mal... Ach nee, der dreht sich jetzt gleich so. Ja, ja, genau. Hui, yeah, schneller. Oh. Ja, der ballert auch manchmal ein bisschen runter. Ja, dich hätte ich gerne jetzt noch mal ein bisschen extremer. Und? Dann mal gucken, was der Unterschied ist. Ja, oh. Ja, genau. Jeder kriegt so sein eigenes Jetpack. Und alle schießen sich... Ah ja, genau. Oh, da oben ist freaking T-Rex. Neue Parkstufe. Krass. Kurz mal auf Fortfahren. Ich will mir das nochmal angucken. Oh, wir haben fast 1000 Besucher. Eine Sache kann man mir wirklich, glaube ich, heute nicht vorwerfen. Dass ich nicht effizient gebaut habe. So vom Platz her haben wir schon wirklich gefühlt jeden Zentimeter hier gut gemacht. Zufriedenheit ist auch geil. Also die Leute haben Bock. So, jetzt hätten wir die 3500. Grundstückserweiterung, genau. Warte mal, ich will mir das nochmal angucken. Wenn wir jetzt hier... Ja, ich würde eigentlich am liebsten den Weg hier einfach nach oben bauen. Hier aufs Plateau. Oh ja. Da hat man hier sicherlich auch einen absolut geilen Blick nach unten. Oder... Ja, aber das wird vom Platz her... Da müsste man halt gucken, wie man da hinbaut. Nee. Lass das mal, die Leute sollen schon so ein bisschen durch den Park gehen. Deswegen kaufe ich hier das Gelände. Genau. Kaufpreis 3000. Ja, würde ich gerne kaufen. Perfekt. Jetzt müssten wir doch eigentlich, wenn wir was bauen... Zack. Ah ja, dieses Stück haben wir. Und dann würde ich sagen, als nächstes kaufen wir das hier unten. Dann kann man nämlich auch hier so einen richtig schönen Kreis machen. Weißt du, dass die Leute dann hier einmal durch den Park gehen? Das ist, glaube ich, schon so das System bei Freizeitparks. Aber nun gut, Leute. Ich würde sagen... Das war's für heute mit einer kleinen Runde von Park Beyond inklusive dem neuen Beyond Extreme DLC. Patch 2.0 ist auch am Start. Leute, wenn ihr selber Bock habt auf eine Runde, dann guckt unbedingt in die Videobeschreibung. Hier sind jetzt nochmal alle Release-Daten vom DLC eingeblendet. Und wenn es euch gefallen hat, schallert natürlich ein Like rein. Und Leute, danke fürs Zusehen. Euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.